Fantastisch, ja. Dann auch von mir nochmal herzlich willkommen. Wie gesagt, mein Name ist Matthias Markdowski aus Magdeburg, kann man sich, glaube ich, einigermaßen ganz gut merken. Ich bin da von der Otto-von-Guericke-Universität, bin, wie man da schon lesen kann, an einem Institut für Medizintechnik tätig, auch wenn ich nicht wahnsinnig viel mit Medizintechnik zu tun habe. Und schiebe solchen Vorträgen immer so einen kleinen Disclaimer gern von weg. Also ich habe auch mal Elektrotechnik studiert von 2003 bis 2008, bin also von Hause aus Ingenieur, ich bin kein Hochschuldidaktiker, ich bin irgendwie kein Instructional Designer oder sowas. Ich mache ziemlich viel auf dem Gebiet, aber das habe ich mir irgendwie alles als Autodidakt beigebracht. So, und heute soll es um das Thema KI, Large Language Models gehen, ChatGPT. Und deshalb habe ich zum Anfang eine kleine Umfrage. Das mache ich mit meinen Studierenden auch relativ häufig. Es wäre super, wenn alle irgendwie ihr Smartphone zücken, mal diesen QR-Code scannen und mir zum Einstieg ein bisschen Rückmeldung geben. Wie viele Erfahrungen haben Sie mit ChatGPT oder, ich habe mal hingeschrieben, irgendwie mit ähnlichen Werkzeugen, also wer jetzt mal mit diesem Google Bard rumgespielt hat oder mit, gibt ja auch Sprachmodelle, die man sich, wenn man einen etwas leistungsfähigeren Rechner hat, die man sich da selber installieren kann dann auch offline betreiben kann, gesammelt. So in diesen Abstufungen von sehr viele, weil man das praktisch täglich nutzt, über einige, weil man das gelegentlich nutzt, ein paar, weil man es selten schon mal genutzt hat oder eben gar keine. So, und da mich jetzt so langsam keine Handys mehr anschauen, wechsle ich mal auf die Seite und klicke natürlich selber nicht mit drauf, sondern klicke mal nur auf Ergebnisse ansehen. Und dann kommt ein Ergebnis raus, was ich tatsächlich nicht so erwartet hätte. Ich hätte gedacht, dass das einige gewinnt, also okay, wenige. Und nur eine Person sagt sehr viele und immerhin drei Leute sagen bisher gar keine. Spannend. Okay, also erzähle ich heute auf jeden Fall, denke ich, für den einen oder anderen was Neues. Vielen Dank dafür schon mal zum Mitmachen. So, ein paar Housekeeping-Hinweise am Anfang. Foliensatz, wie bei den vorigen Vorträgen, kann man sehr gern haben. Hier steht jetzt mal Aufzeichnung. Nein, ich habe mich spontan entschieden, doch eine Aufzeichnung zu machen. Und wenn es Zwischenfragen gibt, sehr gern, kann ich direkt darauf eingehen und versuchen, die zu beantworten. Ansonsten habe ich jetzt hier auch noch, die Folie werde ich auch gleich noch 10 Sekunden zeigen, so eine anonyme Fragenwand vorbereitet bei Frag jetzt. Das Metainformationen am Rande mache ich auch super gerne in Lehrveranstaltungen, weil Studierende im Normalfall schon sehr, sehr, sehr gern Fragen stellen, aber die Fragen gerne getreu dem Internetmotto on the Internet, no one knows you are a dog, gerne anonym stellen möchten, weil man nicht, zumindest in einem sehr großen Hörsaal oder einer sehr großen Lehrveranstaltung, nicht eine vermeintlich blöde Frage vor allen Leuten stellen möchte. Und also mit diesem Online-Tool, ich weiß nicht, wer das kennt, kann man sowas ziemlich gut kanalisieren, weil da eben Leute anonym Fragen stellen können. Und man am Ende dann einer Lehrveranstaltung eines Blockes auch nicht so die Fragen beantwortet von den Leuten, die sich am heftigsten melden, sondern eben die in der Liste am meisten hochgevotet werden, weil man da auch Fragen hoch und runter voten kann. Von den anderen, weil man sagt, okay, die Frage hätte ich vielleicht so ähnlich gehabt. So, und dann sollte das irgendwie so aussehen, man kann da auf das Kreuz klicken, auf das Plus eine Frage hinzufügen und ich werde da zwischendurch oder spätestens zum Ende auf jeden Fall mal drauf schauen. Okay, so, dann als Überblick, also ich werde ein bisschen was Allgemeines erzählen, ein paar Grundlagen zu ChatGPT liefern und zu diesen Sprachmodellen und dann drei Beispiele zeigen, die aus der Elektrotechnik kommen. Einmal was zu einer Online-Leistungskontrolle im letzten Wintersemester, da war das noch ziemlich neu. Dann haben wir das in ein paar Lehrveranstaltungen genutzt. Da habe ich mal ein Beispiel rausgesucht aus der elektromagnetischen Verträglichkeit. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen auch mit EMV beschäftigt. Und ich habe mal perspektivische Nutzung. Wir hatten in der letzten Prüfung, die war auch noch so Open Web, in der vorletzten, da hätten das Leute prinzipiell auch schon nutzen können. Ich habe mal was zu Prüfungen mit reingeschrieben, zu so praktischen Prüfungsaufgaben, typischen Übungsaufgaben und am Ende gibt es natürlich eine kleine Zusammenfassung. Okay, also schauen wir uns ein paar Grundlagen an. Wofür steht diese Abkürzung GPT? Es steht für Generative Pre-Trained Transformer und es ist ein großes Sprachmodell. Also
Es funktioniert im Prinzip so ein bisschen so, man fängt einen Satz an und dann führt es diesen Satz fort in möglichst sinnvoller, sinnbringender, zusammenhängender Weise. So, also es erzeugt Text und also bei der Entwicklung dieser Modelle hat man herausgefunden, okay, Text klingt besonders dann spannend, wenn ab und zu mal ein Wort da drin ist, was man jetzt an der Stelle nicht notwendigerweise erwartet würde. Und da kommt diese Statistik mit rein. Ne? Also wenn man so ein Modell, eine Ausgabe erzeugen lässt, kommt da jedes Mal ein bisschen was anderes raus. Also das Ergebnis ist jeweils ein Unikat. Wenn Studierende das für Praktikumsprotokolle, für Abschlussarbeiten, für Seminararbeiten, irgendwie sowas benutzen, fällt das im Rahmen einer Plagiatprüfung typischerweise nicht auf, weil jedes Mal das ein etwas anderer Satz, eine etwas andere Antwort daraus kommt aus diesem Modell aufgrund eben dieser Statistik, die dahinter liegt. So, was ist das besonders Schöne an diesem ChatGPT? Na, das hat so eine Chat-Oberfläche. Also wer mit WhatsApp irgendwie umgehen kann oder mit jedem anderen beliebigen Messenger der Welt, der wird auch mit diesem ChatGPT klarkommen. Ne? Man muss da nichts irgendwie programmieren und jetzt groß irgendwie über eine Konsole so ein Sprachmodell starten, sondern da gibt es einen Prompt, man kann da eine Eingabe rein, eine Frage stellen. Und das ist sicherlich auch was das in der Anwendung eben so nett und so schön macht, weil man mit diesem Teil einfach mit ganz normaler, natürlicher Sprache kommunizieren kann, mehr oder weniger. So, ungefähr ein Jahr gibt es das jetzt, also am 30. November, der November hat ja nur 30 Tage, im letzten Jahr wurde das herausgegeben von OpenAI, die sich, wie man aus dem Namen erkennen kann, vielleicht auch mal auf die Fahne geschrieben haben, das besonders offen und transparent zu machen, was sie da tun. Mittlerweile ist das relativ closed. Microsoft steckt da auch mit drin, pumpt da eine ganze Menge Geld rein, weil sie das natürlich mit in ihre Produkte einbauen möchten. Ja, also dass man eben in einem Microsoft Word oder eben in einem Office sagen kann, oh hier, ich habe da ein paar Stichpunkte geschrieben, alles markieren, Rechtsklick drauf und sagen, mach mir mal daraus bitte Fließtext. Oder hier ist ein langer Text, Rechtsklick drauf, schreib mir mal dazu eine Zusammenfassung. Ne? Und das ist eben genau sowas, was Sprachmodelle eben ziemlich gut können, so Text umformulieren. Und also spätestens, wenn das in solchen Tools drin ist, ist es ja wie eine Rechtschreibkorrektur. Da kann man sich dann auch schon mal nochmal, ist jetzt nicht unbedingt das Thema heute, aber drüber unterhalten, inwieweit das dann okay ist, wenn Studierende sowas in den Abschlussarbeiten nutzen. Ja, also spätestens, wenn das eben ganz normal in jedem Office der Welt irgendwie drin vorkommt. So, was man immer wieder, glaube ich, nicht genug betonen kann, es ist ein Sprachmodell und es ist kein Wissensmodell. Also die Antworten, die da rauskommen, die klingen immer gut, sind aber nicht notwendigerweise richtig. Das ist schon mal ganz wichtig. So, und für die Benutzung ist es so, also wir kennen irgendwie alle Suchmaschinen, an die haben wir uns jetzt schon ganz gut gewöhnt, ne? Google und was ist da sonst noch so, Bing und was da sonst noch so im Internet gibt. Viele missbrauchen oder denken, ChatGPT ist jetzt sowas wie so eine schlauere Suchmaschine, würde ich nicht so sagen. Also man kann das auch als Suchmaschine ganz gut nutzen, ist aber eigentlich eher irgendwie so eine Kreativitätsmaschine. Ja? Also dafür funktioniert es wirklich gut. Mein Lieblingsbeispiel habe ich jetzt hier in diesem Vortrag nicht drin, aber wenn man ChatGPT sagt, schreib mal einen Text zum Beispiel über, wie toll das LaTeX-Textsatzsystem ist, aber schreib es so, wie wenn Donald Trump es gesagt hätte. Ja? Und dann kommt wirklich ein super guter Text raus, it's the greatest text editing ever and we will make all documents great again und so. Also so genau so in diesem Tonfall. Und das ist wirklich super. Ne? Also sowas ein bisschen Kreativeres damit zu machen. So, und es gibt, da kann man jetzt später dann draufklicken in Folien. Wir haben eine Arbeitsgruppe E-Learning bei uns an der Uni. Da gibt es eine recht ausführliche Linksammlung mit allen möglichen weiteren Informationen. Vielleicht klicke ich da mal einmal kurz drauf und traue mich mal. Dann geht hier ein Tab im Browser auf. Und dann sieht man, das ist eine ganz lange Linksammlung mit allen möglichen Sachen, auch Umgang damit in Lehrveranstaltungen, Umgang damit in Prüfungen und so ein paar andere Tools mit Midjourney, mit dem man zum Beispiel Bilder erzeugen kann und so weiter. Okay, jetzt gibt es ein paar Synonyme oder so Analogien, so Bilder. Also irgendjemand hat mal gesagt, ChatGPT ist sowas wie so ein blurry JPEG, so ein verschwommenes Abbild des Internets, ne? Weil
beim Lernen dieses Sprachmodells natürlich ganz viele Texte und Webseiten und Bücher und Sachen irgendwie aus dem Internet benutzt wurden. Also ja, steckt vielleicht so ein bisschen was drin, wenn man sich das so vorstellen will. Dann gibt es so dieses Bild mit dem stochastischen Papagei. Ne? Also dieses Sprachmodell plappert eben das wieder, was es gelernt hat, mit eben so einer gewissen Statistik da drin. Ja, so ein ganz bisschen wahr ist das auch, aber es kann ja auch neue Texte erstellen und auch schon Sachen, also wenn ich eine Quelle habe und eine andere Quelle zu dem Thema, irgendwie zwei unterschiedliche Ideen zusammenbringen. Also ich würde sagen, persönlich, es ist ein bisschen mehr als das, es setzt das ein bisschen herab. Ja, und das ist ja auch so was Herabsetzen, das ist so ein Glorified Autocomplete oder Fancy Autocomplete. Na, also am Ende, ich gebe einen Satzanfang vor und dann setzt das den Satz zu Ende. Ist glaube ich, auch ein bisschen zu einfach gedacht. Ich habe ja einen schönen Comic letztens gefunden. ChatGPT als Schimpfwort, ja, also wenn man irgendwie an den Kopf wirft, du bist doch auch nur so ein Autocomplete und so ein stochastischer Papagei. Hat der Zach Wiener-Smith festgestellt, also die Beschreibungen für Sprachmodelle taugen manchmal auch ganz gut als Schimpfwort. Okay, es gibt ein sehr, sehr, sehr schönes Video aus meiner Sicht von Edmund Weitz, Professor an der HW Hamburg, zu ChatGPT und die Logik oder der Logik. Und das, was er in diesem Video macht, ist, er stellt ChatGPT so typische Logikaufgaben oder so, vielleicht so Mathematik-Olympiaden-Aufgaben, wie man so Aufgaben so aus so Knobelheften kennt. Und da passiert eben was Spannendes. Ja, also die Antworten klingen immer alle irgendwie wohl überlegt und gut formuliert. Und wenn man dieses so durchliest, würde man sagen, ja, klingt einigermaßen plausibel. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, stellt man fest, das ist alles total Hanebüchen. Und das Sprachmodell erzählt einem eben irgendwas vom Pferd in dem Moment, was aber vorne und hinten nicht stimmt. Hier ist so ein Beispiel, das ist jetzt nicht aus dem Video, aber das ist eben schnell zu begreifen. Ja? Also da fragt jemand hier, als ich 6 Jahre alt war, war meine Schwester halb so alt. Jetzt bin ich 70, wie alt ist meine Schwester jetzt? Und jetzt kann man natürlich rechnen, okay, wenn die Schwester damals halb so alt war, muss die 3 gewesen sein, also 3 Jahre jünger, also muss die 67 sein. Und dann kommt da unten die Antwort von ChatGPT. Also bis zur Hälfte ist die richtig. Ja? The sister was 3 years old und danach wird es irgendwie komisch und dann ist die Schwester eben 3 Jahre älter. So. Und sowas ist relativ typisch, wenn man so Logikaufgaben, das ist, muss man aber sagen, das ist hier so ein Beispiel sehr aus der Anfangszeit, das ist schon auch deutlich besser geworden. So, zur studentischen Nutzung, insbesondere so in Abschlussarbeiten, aber letztendlich ganz allgemein gibt es ein paar schöne Vorschläge mit dem Titel Rules for Tools von Christian Spannagel, der ist Mathematikprofessor, ich glaube in Heidelberg, und hat die mal aufgeschrieben, sind vor kurzem in so einer zweiten Version oder 2.2-Version erschienen. Kann man sich im Internet einfach runterladen, kann man nachher hier auch gerne auf diesen Link draufklicken. Letztendlich steht da drin, liebe Studis, also solange euch das die Lehrperson nicht aktiv jetzt genau für diese Lernaufgabe oder für dieses Projekt oder was auch immer strikt verboten habt, nutzt es bitte, aber macht es irgendwie transparent, was und wie und in welcher Form ihr das genutzt habt und wie es euch zur Erlangung von irgendwelchen Ergebnissen geholfen hat. Ja. Okay, so und jetzt habe ich eine zweite Umfrage, das ist auch die letzte Umfrage für heute, nämlich welche Erfahrungen, also vorhin war jetzt einfach nur wie viele und jetzt so welche, bevor ich jetzt nämlich meine Erfahrungen erzähle, würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen haben Sie mit ChatGPT gemacht? Und das ist jetzt tatsächlich nicht quantitativ, sondern qualitativ gemeint. Also da sollte jetzt eigentlich sowas wie so ein Textfeld auftauchen und dann kann man da ein bisschen was reintippen. Und dann schauen wir uns danach die Beispiele aus der Elektrotechnik an. So, und ein Handy guckt mich noch an. Wenn nicht, dann, weiß nicht, ich wechsle mal in den Browser. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch irgendwo so ein Code steht, mit dem man das so hinbekommt. Und versuche mal hier in den
Vollbildmodus zu wechseln. Also wenn man auf menti.com geht und dann diese Codes werden da oben auch immer länger, das 8.1 da eintippt, sollte das vielleicht auch ohne den QR-Code funktionieren. Okay, Hilfe bei Schreibblockaden, da würde ich sagen, ist es super gut für geeignet. Zusammenfassung von Beiträgen, da muss man natürlich immer irgendwie drauf achten, wenn man das jetzt, wenn man da Texte reingibt, die erstmal nur für die interne Nutzung gedacht sind, würde ich das für sowas nicht benutzen. Aber ansonsten für Sachen, die sowieso schon irgendwie veröffentlicht sind, kann man das, glaube ich, ganz gut tun auf jeden Fall. Textkorrektur, also ja, eben keine inhaltliche Korrektur, sondern zur Verbesserung der Grammatik, Rechtschreibung ist das, denke ich, auch ganz gut. Ja, für, also für Programmierung, okay, für Programme gut geeignet, für Programmierung sehr gut geeignet. Grottiger Code, also ich, meine Erfahrungen sind da jetzt, was so Informatik angeht, die sind nicht so ausgeprägt. Ich glaube, es hängt sehr davon ab, was man jetzt da tatsächlich machen will. Also wenn das so Standardbeispiele sind, die man irgendwie x-mal bei Stack Exchange findet, dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Wenn das schon ein bisschen spezieller ist, fehlt dem dann an der einen oder anderen Stelle auch die Logik. Aber so für, um so reinzukommen, ist es, glaube ich, hier wirklich super Tutor beim Programmieren. Für AnfängerInnen denke ich sehr gut. Teilweise beeindruckend, würde ich auch sagen, hilflos bei Dingen, die im Internet wenig zu finden sind. Ja klar, weil es eben daran gelernt hat. Okay, genau, also für kleinere Programmieraufgaben, Anfangsideen, welche, also um so Unknowns zu lösen, ne? Wenn man überhaupt gar nicht weiß, welche Bibliothek oder welches Programmpaket oder in welche Richtung das irgendwie gehen könnte, dann ist das, glaube ich, ziemlich gut. Okay, vielen Dank dafür. So, also schauen wir uns ein paar Beispiele an aus der Elektrotechnik. Und seit der Pandemie, also oder noch einen Schritt zurück, bei uns gibt es zur Prüfungszulassung immer jedes Semester eine Leistungskontrolle. Früher waren die natürlich in Präsenz. Hier ist ein Aufgabenzettel, Zettel und Stift, bitte diese Aufgaben lösen. Das ging in Pandemiezeiten nicht, da es keine richtige Prüfung ist, in Anführungszeichen, sondern nur Prüfungszulassung, haben wir die dann in ein Online-Format mal umgewandelt im Moodle. Und das hat so gut funktioniert, weil man sich da Aufgaben ausdenken kann, die am Ende so Zahlenwerteinheitaufgaben sich alleine kontrollieren, dass der Aufwand, die Aufgaben zu generieren, kleiner ist, als ganz viele handschriftliche Lösungen zu korrigieren. Und deshalb sind wir einfach bei diesem Format geblieben, auch nach der Pandemie. Das ist diese Online-Leistungskontrolle. Und da habe ich dann mal danach unsere Studierenden gefragt, das ist jetzt so im Januar, Februar diesen Jahres gewesen, da war das noch relativ neu. Habt ihr das genutzt in dieser Online-Leistungskontrolle? Und die häufigste Antwort, nein, weil das zu lange gedauert hat. Und dann nein, weil wegen aus allen möglichen Sachen nicht, weil man die nicht kannte oder weil das irgendwie falsch war. Und also nur zwei Personen da unten haben gesagt, ja, einigermaßen erfolgreich, weil die von dort erstellten Antworten richtig waren. Müsste man bestimmt jetzt mal mit der neuesten Version und so mal wieder wiederholen, aber zeigt erstmal ein relativ gutes Bild. So, was habe ich damals gemacht? Ich habe mit Absicht mal in die Leistungskontrolle eine Aufgabe reingebaut, wo es überhaupt gar nicht ums Rechnen ging, sondern wirklich um so Argumentieren. Ja, also da stand so ein kleiner Text, was macht Knotenspannungsanalyse? Und dann gab es eine Frage dazu, nämlich wie oft kann ein zu einem Widerstand zugehöriger Leitwert maximal auf der Hauptdiagonale dieser Matrix auftauchen? Ja, und das sollte man eben beantworten und zwar begründet in Satzform. Das ist eigentlich was so ein Sprachmodell an sich erstmal super hinbekommen sollte. Es gab auch ganz viele Studierende, die einfach hingeschrieben haben, zwei Punkt, also ohne Satzform und ohne Begründung. Das war dann immerhin richtig, aber ja, so. Und also genau das habe ich jetzt ChatGPT gefragt und ChatGPT hat dann geantwortet, naja, ein zu einem Widerstand zugehöriger Leitwert kann maximal einmal auf der Hauptdiagonale auftauchen und dann steht irgendwie eine Begründung da, die ist aber im Prinzip falsch. So, ja. So, dann kann man ChatGPT fragen, naja, der Widerstand hat doch aber zwei Anschlüsse, denk doch nochmal nach. So, dann, damals kam dann, ja, das geht jetzt gerade nicht hier, ein Error occurred, dann habe ich das irgendwann nochmal ausprobiert. Und dann sagt das zum Beispiel,
Genau, ja, oh, ja, Sie haben recht, der Widerstand hat doch tatsächlich zwei Anschlüsse und dann kommt wieder so ein bisschen Text, der klingt auch total gut. Und da steht dann aber zum Beispiel drin, ja, da unten, da die Knotenweitleitweitmatrix eine quadratische Matrix ist und jeder Widerstand an zwei Knotenpunkten angeschlossen ist, hat jeder Widerstand zwei Einträge in der Knotenleitwertmatrix. So, und als jemand, der sich irgendwie mit Netzwerkberechnung auskennt, da schüttelt auch schon jemand mit dem Kopf, muss man sagen, nein, ne, das ist jetzt auch wieder ein bisschen zu viel des Guten. Und dann kann man zurückfragen, hat denn wirklich jeder Widerstand immer zwei Einträge auf der Hauptdiagonale da? Ne? Und dann kommt dann irgendwie sowas raus, jeder Widerstand, der nicht am Bezugsknoten angeschlossen ist, so und also das ist auch so eigentlich ganz richtig, ne? Widerstände, die haben aber nur einen Eintrag und der ist aber dann irgendwie in beiden Fällen ist der Widerstandseintrag nicht auf der Hauptdiagonale. So, ja. Und dann sagt man, ja, wie kann das denn sein? Warum ist der denn da und müsste der nicht doch? Und dann sagt es wieder, ja, Sie haben völlig recht. Also man kann da so ein bisschen mit dem Ding spielen. Ja, und am Ende sagt es dann, ich behaupte jetzt was völlig anderes als am Anfang. Und also ich glaube nicht, dass das einer Person, die überhaupt gar keine Ahnung davon hat, was da am Ende rauskommen sollte, tatsächlich hilft. Ne? Also weil man schon ganz viel a priori Wissen jetzt irgendwie reinstecken muss, um zu verstehen, was von der Antwort ist denn richtig, ab wann wird es irgendwie falsch und also in welche Richtung fragt man jetzt vielleicht nochmal nach und inwieweit kann man dieser Antwort trauen. Ich habe dann, das habe ich jetzt glaube ich erst im Sommer gemacht, dann mal zwei Videos aufgezeichnet, wo ich die anderen Fragen getestet habe. Also und das sind hauptsächlich so Rechenaufgaben. Ne? An einem Widerstand liegt eine Spannung an von so und so viel Volt und durch den fließt so und so viel Strom. Wie groß ist denn der Widerstand? Also jetzt so ganz vereinfacht gesagt. Und am Anfang war ich überrascht, also die ersten drei Aufgaben von denen, also die Leistungskontrolle besteht aus 30 Aufgaben. Ich hatte nicht so viel Zeit, als ich das Video aufgezeigt habe, 15 Fragen probiert. Die ersten drei waren richtig, da war ich echt erstaunt. Und danach, die waren aber alle falsch. Und dann habe ich das nochmal mit Google Bard probiert. Da sieht man hier unten schon, das ist dann die Zusammenfassung oder die Übersicht in unserem Moodle-Kurs. Die sind alle rot, ne? Also die waren alle falsch. Man muss jetzt sagen, wenn man, ich habe jetzt immer nichts anderes gemacht, als einfach den Text aus der Aufgabe in das Chatfenster rüber kopiert und dann kommt unten im Prinzip eine Antwort raus und die Antwort habe ich wieder zurückkopiert und vielleicht sozusagen sowas wie ein Dezimalpunkt in ein Dezimalkomma geändert oder vielleicht ab und zu hier und da mal die Einheit angepasst. Ne, wenn da eine Antwort in Ampere kam und die sollte aber in Milliampere oder so angegeben werden, habe ich das vielleicht noch umgerechnet. Manchmal waren immerhin die Formeln richtig. Ja, also, dass das Tool schon gesagt hat, hier die und die Formel müsste man nutzen, dann hat es aber die Werte vielleicht falsch eingesetzt oder es hat die Werte richtig eingesetzt, aber falsch mit den Zahlen gerechnet oder es hat irgendwie die Einheiten verpeilt. Und zusammenfassend könnte man sagen, recht spannend, also es macht total studentische Fehler. Also es macht genau die Fehler, die auch Studierende machen würden. Ja. Kann das System aus Ihren Antworten sich verbessern? Also ich behaupte in der Standardversion, die man da jetzt so benutzt, nein. Also ich glaube nicht, dass das, was man jetzt selber, also so wie hier in dem Beispiel, jetzt mit dieser Frage hier zur Knotenspannungsanalyse, das, was das jetzt antwortet, das geht nicht wieder in das Modell zurück in dem Moment. Also für diesen Chat, für dieses eine Fenster, was man da öffnet, in dem Kontext, in dem Zusammenhang bleibt das vielleicht gespeichert, aber nicht darüber hinaus. Also weil das meines Erachtens viel zu kompliziert wäre, jetzt rückwärtig in diesem riesengroßen Modell irgendwelche Gewichte anzupassen, die das in Zukunft eben richtiger, besser irgendwie darstellen. Ja.
Ja, also würde ich jetzt auch so unterstützen, die These, oder vermuten, dass das so ist. Also wenn man jetzt eben ne, diese Widerstandsaufgabe wie eben hätte und sagt, schreib mir mal eine Formel in MATLAB-Quelltext hin oder in Python, wo ich irgendwie den Strom und die Spannung als Variable eingeben kann und eine Formel, die mir den Widerstandswert berechnet, ist das wahrscheinlich richtiger, als wenn man eben sagt, rechne mir mal diese Rechnung komplett aus, weil Zahlenrechnung zumindest so ist. Zweifelhaft, wie gut das eben immer funktioniert. Ja, also bei dieser Online-Leistungskontrolle, ich muss mal ein bisschen gucken, dass ich mich nicht verplaudere, bei dieser Online-Leistungskontrolle ist es tatsächlich ja auch so, dass die Studierenden, die alle unbeaufsichtigt zu Hause machen, und das Einzige, was wir machen, um übermäßigen Austausch zwischen den Studierenden zu unterbinden, ist, also sie kriegen alle die gleichen Aufgaben, aber in einer anderen randomisierten Reihenfolge, und sie können die Reihenfolge nicht switchen. Sie müssen die in der vorgegebenen Reihenfolge durcharbeiten, und jeder kriegt andere Zahlenwerte. Also das, worüber sich die Studierenden austauschen könnten, wären eben die Formeln, genau sowas wie so ein MATLAB-Quelltext, was dieses Problem löst. Und da müssten sie immer noch ihre eigenen Zahlenwerte da einsetzen, könnten das ausrechnen. Und was jetzt natürlich die Studierenden machen könnten, ist, die könnten, also in dem Moodle-Kurs sind auch relativ viele Studierende älteren Semesters eingetragen, die diesen Test nicht mehr machen müssten. Die könnten jetzt einen von denen losschicken, sagen, klick dich mal rasch durch alle 30 Fragen durch, screenshotte die mal, pack die in irgendeine Cloud, dann setzen wir irgendwie fünf, sechs Leute hin, die sich relativ gut auskennen, die reverse-engineeren mal die Fragen, schreiben die passenden MATLAB-Quelltexte dazu, ne, dann sind die nach einer Viertelstunde oder so fertig, oder spätestens nach einer halben, laden die auch wieder in die Cloud hoch, und dann muss jeder nur noch seine Zahlenwerte da eintippen und seine Ergebnisse ausrechnen. Das wäre ein wunderschönes Beispiel für tatsächlich sehr gute, effiziente, kollaborative Online-Zusammenarbeit der Studierenden. Also ich glaube, wenn die das so machen würden, hätten die vielleicht nicht so viel über Elektrotechnik gelernt, aber sehr viel über, wie arbeitet man effizient online zusammen. Passiert aber nicht. Also das würde man in den Ergebnissen sehen, ne, dass einer sich am Anfang oder eine Person sich relativ schnell durchklickt, dann eine halbe Stunde nichts passiert und dann auf einmal ziemlich richtige Antworten eintrudeln. Nein. Ja, also die könnten in dem Fall auch jemand anders bezahlen. Also ist aber nochmal ein anderes Thema, Contract Cheating. Wenn Sie einen Elektrotechnikprofessor zu Hause haben, könnten Sie auch den fragen und müssten ihn auch nicht bezahlen. Also ich glaube, der Markt ist nicht so wahnsinnig groß für Leute, die man fragen kann, die einem bei sowas helfen. Und die Studierenden, die das könnten. Also, weil ich habe ja auch die Leute, die ich in der Grundlagenlehrveranstaltung habe, auch im Master, und dann sagen ja, oh ja, Knotenspannungsanalyse, das haben wir mal früher gehabt, aber das ist lange her. Da müsste ich jetzt auch erstmal nachgucken, wie das geht. Und also die Studierenden in höheren Semestern, die sowas gegen irgendeine Leistung anbieten könnten, ich glaube, die haben alle genügend lukrative Hiwi-Jobs, Stellen als Werkstudent irgendwo, und so viel Kästen Bier, wie die sich verdienen könnten, können sie gar nicht trinken. Okay, also EMV-Übung, mal ein Beispiel, relativ klassische Einstiegsaufgabe zum Thema Rechnen in Dezibel. Da ist so eine Formel gegeben, wie das da so mit den Pegeln ist. Leistung durch Bezugsleistung, 10er Logarithmus mal 10, kommt dB raus. Und dann sind so ein paar Aufgaben, also einmal eine Leistung in dB umrechnen, eine Spannung in dB umrechnen, dann genau das Umgekehrte, ein Spannungspegel, die einen Leistungspegel umrechnen in eine lineare Leistung, zwei Pegel zusammen addieren oder kombinieren und Vor- und Nachteile diskutieren. Und ich habe jetzt einfach mal die stückchenweise die Aufgaben da reingegeben und immer die Lösung darunter. Also das erste, 100 Watt. Umgerechnet sind eben 100.000 Milliwatt, 10er Logarithmus draufgeworfen und so 50 dB passt, stimmt. Ja, ziemlich gut. Dann hatte ich mal in so Videos gesehen, naja, kann natürlich sein, dass das Tool irgendwie so eine ähnliche Aufgabe mit genau den Zahlenwerten irgendwo mal praktisch auswendig gelernt hat. Probier es mal mit ein bisschen anderen Zahlenwerten, habe ich mal 99 Watt ausprobiert. Funktioniert aber auch an der Stelle interessanterweise. Das macht die Zahlenrechnung dann schon irgendwie ganz gut und korrekt. So, und dann gibt es diese Aufgabe mit dem Spannungspegel 50 Nanovolt umrechnen in dB Mikrovolt. Jetzt kann man erstmal irgendwie vielleicht so im Kopf rechnen, wenn ich 100 Nanovolt hätte, das wären 0,1 Mikrovolt, ein Zehntel Mikrovolt, das wären minus 20
dB Mikrovolt, dann nochmal davon die Hälfte wären nochmal minus 6 dB, also sollten minus 26 dB Mikrovolt rauskommen. Und das Ding rechnet aber minus 60 aus. So, wer ist jetzt ein Numberphile? Wer sieht jetzt den Fehler, den das Teil gemacht hat an der Stelle? Oder wer hat eine Prognose? Der Logarithmus ist falsch, genau. Das hat den 10er Logarithmus hingeschrieben, hat aber den natürlichen Logarithmus benutzt. Also wenn man das einfach nachrechnet mit dem natürlichen Logarithmus, kommt man genau auf diese minus 59 oder minus 60 dB Mikrovolt. Ja. Okay, so, dann hier das Umrechnen, das sieht erstmal auch, naja, ein bisschen seltsam aufgeschrieben aus. Der Fehler steckt hier unten an der Stelle. Also es sagt, es sind 1000 Nanowatt pro Milliwatt. Genau, das müsste ein Mikro sein oder es müssten eben 1 Million Nanowatt pro Milliwatt sein. Und deshalb ist das, was hier unten rauskommt, auch falsch. Aber da sieht man schon, ne? Also wenn man, das ist auch so ein bisschen das, was wir so im Kolleginnenkreis diskutiert haben, wenn man jetzt so halb Ahnung hat oder so ein ganz bisschen Ahnung hat, also irgendwie einen Ansatz findet man schon immer mit diesem Tool. Ja? Und wenn man dann vielleicht noch so ein bisschen, also wenn jetzt ein Student diese Aufgabe da reintippt und das kommt irgendwie so als Lösung raus, dann schreibt man das als lösungsfähig auf in so einer Klausur. Wie würde man in einer Prüfung, wie würde man das jetzt bewerten? Ne? Als wohlwollender Korrektor würde man da sicherlich noch ziemlich viele Teilpunkte drauf geben. Obwohl da jetzt in dem Fall eben nicht so wahnsinnig viel geistige Eigenleistung drinsteckt. Das Beispiel hier mit den zwei Pegeln zusammenrechnen, ne, das ist ja so das Klassische, was sind 30 und 30, dann sagen alle 60, ja nee, aber so geht es eben nicht mit dB, ne, 30, zweimal ist eben das Doppelte, also 3 dB drauf bei Leistung, da kommen 33 raus. Das rechnet das ziemlich gut, begründet das auch meines Erachtens ziemlich richtig und bei dieser Aufgabe Vor- und Nachteile zu diskutieren, ist das auch ziemlich gut dabei, meines Erachtens. Aber das ist natürlich auch genau was, wofür so ein Sprachmodell mal gebaut und gebastelt wurde. Ja, breite Anwendung, logarithmische Skala und auch die Nachteile, dass man die Werte nicht direkt addieren kann, dass das dann gewisses Potenzial für Verwirrung gibt mit dem vor Faktor 10, vor Faktor 20 und so weiter. Okay. So, dann können wir noch mal in so Prüfungsaufgaben reinschauen. Und dafür hatte ich mal vielleicht erstmal, oder also bevor wir in Prüfungsaufgaben reinschauen, könnte man vielleicht erstmal ganz kurz so klassische Herausforderungen bei Prüfungen diskutieren. Also natürlich sollte eine Prüfung im Sinne von diesem Constructive Alignment Dreieck zu den Lernzielen und auch zu den Lernmethoden in der Lehrveranstaltung passen. Also wenn ich meinetwegen am Ende einer Prüfung oder am Ende einer Lehrveranstaltung eine Prüfung prüfen möchte, wie gut die Leute irgendwie ein elektrotechnisches Problem mit MATLAB simulieren und lösen und berechnen können, dann muss ich das auch mal irgendwann in der Lehrveranstaltung gemacht haben. Dann kann das nicht nur Teil der Prüfung sein. So, da muss eine Prüfung natürlich vom Korrekturaufwand und so skalieren, dass ich das für meine Kohortengröße auch anbieten kann. Kann ich für 100 Leute meinetwegen mündliche Prüfung machen? Das wird nicht funktionieren. Irgendwie muss ich sicherstellen, dass ich die richtige Person prüfe und dass das auch mehr oder weniger deren eigene Leistung ist. Datenschutz ist gerade so bei unseren Prüfungen nochmal ein Thema. Rechtssicherheit will ich überhaupt gar nicht drüber sprechen. Ne, ist das Verfahren der Prüfung irgendwie für alle transparent? Wissen alle, was sie da machen sollen? Und vielleicht so bei Online-Sachen auch noch, sind denn die Daten sicher gespeichert, ist mein Server da jederzeit verfügbar und sowas in der Art. Aber kann man auch auf Präsenzprüfungen anwenden, ne? Fällt denn das Licht nicht im Raum aus, fangen da nicht irgendwie Leute an, während der Prüfung auf dem Dach irgendwie mit einem Presslufthammer rumzuhämmern, das ist auch nicht schön. So, und jetzt kann man noch so vielleicht ganz kurz sich überlegen, was macht jetzt eine gute Prüfung aus? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, also ich würde sagen, eine gute Prüfung und gute Prüfungsaufgaben sind einigermaßen authentisch, ne? Also die haben schon auch so einen gewissen Praxis-Lebensweltbezug, wo sich Leute drin wiederfinden, sind einigermaßen zeitgemäß,
ich glaube, Kompetenzorientierung ist in der Elektrotechnik oder in den Ingenieurwissenschaften überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, wir hatten schon immer kompetenzorientierte Prüfungen, bevor es überhaupt den Namen dafür gab. Weil es in ganz vielen Aufgaben von unserer aller Prüfungskataloge immer darum geht, nicht nur Sachen zu wissen, sondern eben auch das anwenden zu können. Oder hier ist ein Problem, du hast in deinem Studium einen ganzen Werkzeugkasten, Blumenstrauß von Methoden gelernt. Welches wäre denn jetzt eine gute Methode für dieses jene Problem? Und jetzt wende mal die Methode auf das Problem an. Das ist ja super, super kompetenzorientiert. Und ich würde jetzt sagen, also eine gute Prüfung ist eben auch nicht so richtig googelbar und auch nicht vollständig per ChatGPT zu lösen. Und mein Lieblingsbeispiel für so nicht googelbare Aufgaben ist immer, wenn ich jetzt jemanden frage, was ist die Ableitung einer Sinusfunktion? Ja, dann kann wirklich jede Person googeln und reintippen Ableitung Sinus und dann kommt da Cosinus raus. Und dann kann man das irgendwie hinschreiben und dann muss man weder verstanden haben, was eine Sinusfunktion ist, was eine Cosinusfunktion ist, was eine Ableitung ist. Also das ist ein Aufgabentyp, den wirklich jeder rein mit googeln lösen kann, ob man da jetzt Ahnung hat von oder nicht. So. Wenn ich jetzt aber die gleiche Aufgabe nur so ein bisschen ummodle und frage, was ist denn die Ableitung irgendwie dieser Funktion? Und dann ist da ein Bild da, wo eine Sinusfunktion aufgemalt ist. Ja, da muss man ja schon mal so ein ganz bisschen a priori Wissen mitbringen und sagen, okay, was könnte denn das für eine Funktion sein? Ah ja, sieht aus wie eine Sinusfunktion. Jetzt google ich mal, oder sieht aus wie eine Winkelfunktion, ne? Jetzt google ich mal irgendwie nach Winkelfunktion, ah ja, jetzt finde ich so ein Bild, okay, das ist die Sinusfunktion, ah ja, okay. Ne? So, und jetzt, also man kann sich jetzt überlegen, diese Aufgabe immer irgendwie noch weiter umzustricken, bis man noch vielleicht irgendwie das da so reinbaut, dass man wirklich verstanden hat, wo es eine Ableitung ist an der Stelle. Aber ich glaube, man kann aufgabendesignmäßig schon ziemlich viel machen. Und das, was wir, glaube ich, manchmal machen, ist so ein bisschen so ein Straßenlampenprüfen. Ja, also wir prüfen nicht das, was wirklich am relevantesten ist, sondern wir prüfen eben das, was sich einfach prüfen lässt. Also ein bisschen so, wie wenn man seinen Schlüssel verloren hat, ja, dann sucht man eben auch draußen erstmal unter der Straßenlampe. Das ist nicht notwendigerweise die Stelle, wo man den Schlüssel verloren hat, aber das ist die Stelle, wo es hell ist und wo man überhaupt den Schlüssel potenziell vielleicht sieht. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, was wir eben bei Prüfungen auch machen. Okay. Und ein Spruch, der das noch ganz gut zusammenfasst, hier von dem Franz Bereswyl: Wie man geprüft wird, so lernt man. Also ich würde auch behaupten, wenn man über Prüfungsformate nachdenkt, kann man auch ein bisschen was an den Lehrformaten innovieren, aber das geht jetzt ein bisschen über den Scope des Vortrags heraus. So, ich habe mal ein paar klassische Elektrotechnik-Prüfungsaufgaben rausgesucht und zum ersten Mal welche, die ohne Bilder und ohne Diagramme auskommen, weil das dieses Tool früher einfach nicht kannte oder nicht konnte. Ne? Also in diese Chat-Oberfläche konnte man eben nur Text eingeben und damit sind alle Aufgaben, wo irgendwie ein Schaltbild, ein Diagramm drin vorkam, sind prinzipiell schon mal rausgefallen. So, und hier ist eine Aufgabe, ein Kondensator wird irgendwie aufgeladen und wie groß ist die Energie dann in dem Kondensator bei gewissen Zeiten? Und die Aufgabe in ChatGPT rein und dann kommt da erstmal, kann man sehen, schon mal eine ganz gute Formel raus für die Energie. Das mit den Einheiten ist immer so ein bisschen konfus aufgeschrieben und wir würden natürlich ein U schreiben und kein V. Da sieht man, dass das irgendwie aus dem angloamerikanischen Raum dann eine Quelle, die irgendwie ins Deutsche übersetzt ist. So, und dann kommen hier unten auch Zahlenwerte raus für die Spannung. Wenn man aber mal hier so ein bisschen drauf schaut, stellt man fest, das hat sich hier mit den Einheiten vertan. Also irgendwie mit dem Milli und Mikro und so. Milli mal Milli machen natürlich genau Mikro. Die kürzen sich einmal mit den Mikro hier weg. Und irgendwie hat sich hier mit den 10 hoch 3 und 10 hoch minus 6 so ein bisschen vertan. Also da sollte auf jeden Fall was anderes rauskommen als 30 Millivolt. So, und dann sagt es, man kann die Energie berechnen. Das ist aber am Ende genauso falsch, weil das eben schon dann auf falschen Ergebnissen beruht. Jetzt könnte man wieder sagen, ne, wie schon vorhin angeklungen, wenn ich jetzt dem Tool sagen würde, schreib mir mal hier irgendwie nur die Formel dafür auf, schreib mir mal ein Python-Programm und in das setze ich dann selber die Zahlenwerte ein.
und kümmere mich vielleicht noch selber darum, Milli, Mikro, die Einheiten ineinander umzurechnen, ist die Chance vermutlich schon mal deutlich höher, dass man auf eine richtige Lösung kommt. Also würde ich sagen, Ansatz finden, Formel herausfinden, ganz okay. Darüber hinaus hilft es nicht viel weiter. So, dann habe ich hier mal noch eine Aufgabe, einen Reinschwingkreis. Da sind Werte gegeben für Induktivität, Kapazität und die Güte. Und man soll einen Widerstand ausrechnen, man soll sowas wie Bandbreite ausrechnen und die Verstimmung. Das ist ja auch eine Aufgabe, die ohne Schaltbild auskommt. So, und kurzer Blick drauf. Wer sieht hier direkt den Konzeptfehler? Es ist relativ klein, aber ich will es nicht zoomen. Also es ist von einem reinen Schwingkreis die Rede. Und die Formel, die hier für die Güte steht, ist ganz eindeutig die vom Parallelschwingkreis. Ja, also da gibt es jetzt an der Stelle schon direkt die falsche Formel raus. Und das ist, muss man jetzt sagen, schon tatsächlich so ein ganz bisschen peinlich für das Tool, ne, weil da steht ja jetzt schon super offensiv in der Aufgabe da, Reinschwingkreis. Wie es jetzt da auf die Formel von dem Parallelschwingkreis kommt, keine Ahnung. Und dann ist der Rest natürlich auch falsch. Hier kommt auch nichts wirklich Sinnvolles bei raus, wenn man jetzt diese Zahlenrechnung da weitermacht. So, und bei der Bandbreite und den 45-Grad-Frequenzen, die Formel stimmt hier noch für die Resonanzfrequenz, aber dann beim Einsetzen auch einfach, weil die Zahlenwerte vorher schon falsch sind, kommt da auch nichts Sinnvolles bei raus. Wobei L und C waren ja gegeben, aber hier vertut sich es, glaube ich, auch mit den Einheiten. Also hier sollte irgendwie was anderes bei rauskommen. So, also leider in dem Fall alles falsch, Verstimmung auch falsch. Ich scroll mal so ein bisschen drüber hinweg. So, dann gibt es seit ungefähr dem Sommer eine neue Variante ChatGPT-4 und die kann auch mit Bildern umgehen. Also die kann auch Bilder interpretieren. Und das wird jetzt so, wenn man sich auf der Webseite anmeldet, unterschieden. Also GPT 3.5, das ist die freie Variante und GPT 4 ist die, wo so ein Schloss dran ist. Und dann sagen sie, das ist our most capable model und das kann auch Creativity und Advanced Reasoning, also was besonders gut begründet. Steht aber auch immer drunter, ChatGPT can mistakes, very important, can make mistakes, very important information. Ja, don't trust this too much. So, dann muss man da natürlich irgendwie draufklicken. Da muss man $20 im Monat bezahlen, um das zu nutzen. Das habe ich natürlich mal gemacht, Payment Successful. Und dann sagt er ihm auch so direkt hier, ne, jetzt kannst du mit Bildern chatten. Und ziemlich genauso, wie man das eben in einem WhatsApp, Telegram, was auch immer, Messenger-Chat kennt, kann man einfach Bilder einfügen. Und ich habe dann im Endeffekt nichts anderes gemacht, als von der Aufgabe, so wie sie ist, ein Screenshot von dem Aufgabentext und dem Bild, dem Diagramm dazu und das dort eingefügt. So, und dann funktioniert das spannenderweise aber nur auf Englisch. Also da gibt es so eine Alpha-Version, die wohl auch auf Deutsch funktioniert. Der habe ich aber nicht so richtig getraut. Und das ist so ein bisschen spannend, was da rauskommt. Also wie gesagt, erstmal ist es auf Englisch, dann kann es Formeln manchmal ganz gut in LaTeX darstellen, manchmal auch nicht. Also manchmal muss man sich den LaTeX-Code hier auch so ein bisschen selber interpretieren, mit dem geübten Ingenieurinnenauge. So, und es ist in dem Fall auch leider falsch. Also weil es sagt, ich muss jetzt hier immer so weit scrollen. Also ne, hier müsste eine lineare Funktion rauskommen, die irgendwie ansteigt, da müsste es konstant sein, da müsste es 0, da müsste es wieder konstant sein und dann müsste man wieder diesen linearen Anstieg haben. Und das kommt hier aber nicht raus. Also es sagt, der Strom ist einfach 1 Ampere, dann ist er 0 und dann ist er minus 2. Also von den linearen Funktionen weiß das Ding nichts. Hier oben stimmen die Einheiten noch, hier unten sind dann die Einheiten nicht mehr drin. Ne? Also hier müsste ja eigentlich 1 Ampere mal die T stehen und dann irgendwie da kommt eine Ladung in T Coulomb raus. Das ist alles einigermaßen fragwürdig. Funktioniert nicht so richtig gut. Auch das, was danach ist und was hier steht jetzt als Formel für die Ladung, funktioniert und passt auch nicht. Was dann
auch witzig ist, es kann zumindest jetzt in dem Teil, den ich benutzt habe, kann es kein Diagramm wieder rausgeben. Also da stand ja eine Aufgabe drin, da soll ein Diagramm rauskommen. Das Diagramm beschreibt es uns jetzt. Also es, ne, it will be a straight line, da wird irgendwie eine gerade Linie sein und so. Jetzt müsste man das im Prinzip nehmen, wieder in so ein anderes Tool reingehen, dann wäre die Chance relativ gut, dass da ein Diagramm rauskommt, was jetzt in dem Fall aber leider natürlich auch falsch wäre. So, dann habe ich mal noch eine zweite Aufgabe ausprobiert. Also ich habe noch mehr Aufgaben ausprobiert, aber ich habe eine zweite Aufgabe ausgewählt zum Thema Stromdichte. Und die haben wir jetzt auch gerade sowas Ähnliches bei uns diese Woche oder letzte Woche in Übung gerechnet, ist was, womit sich Studierende typischerweise relativ schwer tun, eine Funktion, eine lineare Funktion aufzustellen, die diese Breite in Abhängigkeit von dem x hier unten beschreibt. Dann aus diesem Wert eine Fläche auszurechnen und das dann in die Stromdichteformel einzusetzen und am Ende noch diese Normierung zu machen. So, und also hier die Antwort von ChatGPT. Also hier oben in dem ersten Absatz wiederholt es immer so ein bisschen die Lösung. Ja, dann schreibt es eben auf, die Stromdichte ist Strom durch Fläche. Fläche ist B von X mal S. Und für die Formel B von X müssen wir jetzt irgendwie sowas aufschreiben. Und da taucht das B1 und B2 drin auf. Das ist absolut richtig. Und wenn man jetzt noch B1, also einsetzt, dass das am Anfang dreimal so groß war wie am Ende, kommen da absolut richtige Formeln bei raus, die ich jetzt so auch nicht anders oder besser irgendwie aufschreiben würde. Und selbst das mit dieser Normierung, man setzt das da jetzt ein und vereinfacht das und Strom und die konkreten Abmessungen und so kürzen sich alle raus. Es bleibt nur diese X durch L-Abhängigkeit über, ist alles total richtig. Also das ist sowas, was mich auch ziemlich geflasht hat und verblüfft hat. Kann jetzt aber natürlich auch Glück und Zufall gewesen sein und man tippt die gleiche Frage nochmal rein und es kommt irgendwas anderes bei raus. Ja. Aber also das ist schon ziemlich beeindruckend. So, und ich, also wer sich noch mal ein paar andere Aufgaben anschauen will, hier ist ein Link zu einem Video, was ich kürzlich aufgenommen habe. Da habe ich das dann auch mal zum Beispiel eben zu klassischen Schaltkreisen probiert. Und bei manchen Maschen, erkennt es Maschen, stellt den Maschensatz richtig auf, bei manchen Maschen stellt es aber den falschen Maschensatz auf. Und es ist dem Anwender oder der Anwenderin überlassen zu erkennen, bei welcher Masche hat das denn jetzt funktioniert oder nicht. Genau, ja, und also die, auch da würde ich eben behaupten, die Fehler, die es macht, sind sehr studentisch. So, also zusammenfassend zum Thema Prüfung und zum Thema überhaupt generell, inwieweit können, sollten, dürften, müssen Studierende das im Studium nutzen oder nicht, glaube ich, muss man eben 3 Schritte zurückgehen und sich so ein bisschen überlegen, also was wollen wir eigentlich, was sollen die eigentlich am Ende lernen, was sollen die wissen, welche Kompetenzen sollen sie entwickelt haben, wie bekommen wir sie zu diesem Ziel hin? Welche Wege, Methoden, Prozesse sind dafür gut geeignet? Wie können wir die Studierenden möglichst gut unterstützen? Also kann ich so ein bisschen auf das zurückkommen, was Maya Götz vorhin gesagt hat. Also ne, um vielleicht auch insbesondere sowas wie Abbrecherquoten zu senken. Und wie kann man das dann eben auch sinnvoll prüfen? Und welche Fehlanreize ergeben sich bei solcher Prüfung? Und ich glaube, das ist eigentlich das, worüber man nachdenken muss. Und dann kann man, also wo man sich erstmal Gedanken drüber machen muss. Und dann kann man sich dann im Nachgang überlegen, okay, wie kommen da jetzt noch vielleicht sowas wie Nutzung von ChatGPT mit rein oder irgendwelchen anderen Computertools. Der vorhin schon angesprochene Christian Spannagel hat so einen schönen Spruch dazu immer, ein scharfes Messer macht noch keinen Koch. Und ich würde das auch so sagen, ne? Also wenn ich jetzt eine x-beliebigen Person einen Taschenrechner in die Hand drücke, wird aus der Person auch kein Mathematiker, keine Mathematikerin. Also ich glaube, ne, das ist jetzt vielleicht ein schlauerer Taschenrechner, aber am Ende muss man eben immer noch ziemlich viel a priori Wissen mitbringen, um das sinnvoll zu nutzen. So, eine konkrete Idee, die wir mal bei uns überlegt haben, ist, vielleicht jetzt nicht notwendigerweise für Prüfungssituationen, aber zumindest so im Rahmen des Studiums. Also Studierende lösen mal Aufgaben mit ChatGPT und dann kommt da eben sowas raus, was wir uns gerade angeschaut haben. Ja, und dann bewerten sie eben diese Lösungen, korrigieren falsche, richtige Lösungsschritte, verbessern die Lösung gegebenenfalls, schreiben das irgendwie mal ordentlich auf mit richtigen Einheiten, vielleicht in richtigen LaTeX und so weiter, stellen das fachlich korrekt dar. Kann man vielleicht noch alternative Lösungswege diskutieren, auch
eventuell mit Hilfe von ChatGPT, vielleicht hat das ja auch noch eine Idee. Und dabei nutzt man natürlich dann ziemlich hohe Stufen der Blum'schen Taxonomie, also sowas wie analysieren, evaluieren, bewerten, erschaffen und so weiter. Das ist sicherlich was, was man mal ganz gut machen kann und wo man, ich will nicht sagen, das Tool entzaubert, aber wo man eben so einen realistischen Eindruck davon bekommt, was das kann oder was das nicht kann. Ein schönes Beispiel aus der Informatik, also dass ChatGPT uns auch nicht retten wird, ist hier dieser schöne als Chat dargestellte Witz. Ja, also, liebe Leute, die ihr Webseiten designt, ihr seid fertig, weil das kann jetzt ChatGPT super. Ja, willst du nicht mal sehen, die Webseite? Und dann kommt eben Link auf C-User und das eigene Verzeichnis. Das ist natürlich dann, also, ist ja schön, wenn man dann eine Webseite super gestalten kann, aber wenn man nicht weiß, wie man sie hostet oder wie man sie jemand anders zur Verfügung stellt. Das ist was mir letzte Woche ein Student zugeschickt hat, wie er ChatGPT nutzt. Und das fand ich eigentlich ganz interessant oder ganz spannend. Deswegen habe ich das hier einfach mal so reinkopiert. Ja, und also das ist so eine Sache, auf die ich jetzt nicht gekommen wäre, ne, aber die Lernenden vielleicht gerade auch in Grundlagensemestern durchaus helfen kann in ihrem Lernprozess. Ja, sich so Bilder und Analogien zu bauen. So, und ich habe jetzt noch so ein bisschen Aber aufgeschrieben. Also es gibt meines Erachtens trotzdem noch eine ganze Menge offene Fragen. Wie ist das zum Beispiel mit diesen Lizenzkosten, diese $20 plus Mehrwertsteuer? Ich habe die jetzt privat bezahlt, bezahlen das vielleicht mal Unis, gibt es da vielleicht mal irgendwann Landeslizenzen? Möchte man das tatsächlich, ja, also möchte man irgendwie einem US-amerikanischen Unternehmen da ganz viel Geld in den Hals werfen, damit das dann uns irgendwie laut Language Models verkauft? Oder haben wir nicht vielleicht auch eigene Unternehmen, die das so ähnlich können oder vielleicht besser können? Ist das nicht was irgendwie in die öffentliche Hand gehört? Dann erhöht sowas natürlich so ein bisschen den Digital Divide. Also gute Studierende, also und Matthäus-Effekt, ne, wer hat den Wirt gegeben? Also gute Leute werden dadurch potenziell noch besser. Leute, die schon Probleme haben, Computer zu benutzen, die werden erst recht nicht solche Tools benutzen. Datenschutz ist so ein Riesenthema. Kann man, also wenn Studierende das freiwillig nutzen, sehr gern, kann man Studierende verpflichten, das zu nutzen? Im Moment, glaube ich, schwierig, weil man sich da eben mit einem privaten Account, mit einer auch zugehörigen funktionierenden Mobilfunknummer anmelden muss. Und wenn jetzt alle nur noch so Large Language Models, Sprachmodelle nutzen, entpersonalisiert man die Lehre nicht vielleicht auch ein bisschen als sozialen Prozess? Und das finde ich auch noch ganz spannend. Also kann eine KI Motivation stiften? Also wenn ich mit einer Lehrperson oder wenn ich mit Studierenden zusammenarbeite, sicherlich kann man sich ja gegenseitig motivieren. Bin ich motiviert, wenn ich mit einer KI spreche oder wenn die mir irgendwie über einen längeren Zeitraum Aufgaben gibt und auch vielleicht mich dafür lobt, ich weiß es nicht. Ne? Also welchen Sinn hat Lernen noch, wenn jetzt die KI alle unsere Aufgaben potenziell lösen kann? Muss man sich mal Gedanken drüber machen. Und Ressourcenverbrauch habe ich auch mal aufgeschrieben. Also das ist natürlich alles einigermaßen rechenintensiv, wobei man da auch sagen muss, ja gut, die CPUs sind da, die Rechenleistung ist da. Wenn man, also für irgendwas wird sie immer irgendjemand nutzen und das ist natürlich sowas. Ne? Also weil Rechenleistung da ist, wird sie genutzt und weil sie genutzt wird, bauen Leute Prozessoren und schaffen Rechenleistung. Was man machen muss, bestimmt auch in Zukunft, ist so ein bisschen Prozesse in Frage stellen. Ich habe hier auch einen schönen Comic, der das so ein bisschen darstellt. Ich weiß nicht, ob der Herr von der DFG noch da ist. Ja, genau. Also das Problem wird in der Hinsicht sicherlich auch auf die DFG zukommen und die hat ja da auch schon so ein kleines Rahmenhandlungsrichtlinienpapier rausgegeben. Also ForscherInnen schreiben Anträge mit Hilfe von Large Language Models, ja, dann gibt es GutachterInnen, die bewerten die Anträge mit Large Language Models und dann kann man sich am Ende natürlich fragen, warum schreibt man überhaupt noch Anträge und warum bewerten diese Leute Anträge? Und also so ein bisschen kann man sich das auch in der Lehre fragen, ne? Also Lehrpersonen nutzen KI, um Arbeitsaufträge für ihre Studierenden zu erstellen, Studierende nutzen KI, um dann Abschlussarbeiten zu schreiben, Lehrpersonen nutzen KI, um diese Abschlussarbeiten zu bewerten, am Ende hat man irgendwie ziemlich viel Text produziert. Also die KI hat ziemlich viel Text produziert und am Ende hat aber keiner so richtig was dabei gemacht.
Ja, so wie in diesem, also schreib mir mal eine Bewerbung, dann schickt man die Bewerbung los und die andere Person sagt, fass mir mal die Bewerbung zusammen, ah ja, die Person will den Job. So. Und in dem Sinne gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Ich habe mal so die größten drei To-Dos rausgeschrieben. Also Hochschullehrende qualifizieren ist sicherlich was man ein bisschen angeben muss. Transparenz und Regeln zur Nutzung schaffen, auch in einem diskursiven, partizipativen Prozess mit den Studierenden. Auch nicht nur immer über die Studierenden reden, sondern mit den Studierenden reden, wie Kira vorhin auch schon gesagt hat. Und das auch einfach mal ausprobieren. Ja, also selber Erfahrungen sammeln, das kann ich eben auch nur an die Hand legen. So, und damit haben wir jetzt noch sehr schön Zeit für Fragen und Diskussionen. Und ich würde auch noch mal zuerst in diese Fragenwand reingucken. Da ist immerhin eine Frage aufgetaucht. Ah, okay, das ist aber eine Frage. Ich würde sagen, 42 in einer Einheit. Dosenkatzenfutter äquivalent. Okay, vielen Dank.